Die Luftfahrtbehörde in Amerika, FAA, hält trotzdem Boeing nochmal an der langen Leine, obwohl man jetzt im Sommer mit den ersten Auslieferungen der 787er rechnet. Stocker Flughafen, ein Flughafen, wie viele in Europa, die im Moment auch Probleme haben, heute im Fokus bei uns. Und Dealzone, ja ganz genau, wir haben wieder einen Flug für euch im Angebot. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt an den Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, damit ihr eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten und vor allem mehr Status nicht verpasst. Auch natürlich die Glocke anmachen, kommentieren und ein Like dalassen. Danke, dass ihr das tut. Stammtischerinnerung und natürlich ganz, ganz wichtig, ILA. Die internationale Luftfahrtausstellung in Berlin vom 22. bis zum 26., glaube ich. Wir werden wahrscheinlich einen gemeinsamen Tag vielleicht dafür bringen. Wer Lust hat, von euch auch dahin zu gehen. Wir sind selber auf der ILA am 22. respektive 23. in Berlin zugegen. Vorher sind wir auch auf der Aircraft Interior in Hamburg. Also insofern, wer dahin kommt, lasst es uns wissen. Vielleicht können wir uns treffen. Und natürlich am Abend vorher immer Stammtisch. Ja, die FAA gibt der Boeing-Freundin in Seattle immer noch keine lange Leine. Ganz einfach deshalb, weil auch die Aufsichtsbehörde unter Kritik geraten ist. Warum ist sie unter Kritik geraten? Ganz einfach, weil sie alles in Kontrolle der Boeing gelassen hat. Das heißt also im Prinzip, man hat gesagt, hey, wir müssen dich beaufsichtigen, aber mach ihr mal selber, erreicht uns die Dokumente nach und wir gucken dann, ob die Dokumente ordentlich ausgefüllt sind. Und damit ist halt das Thema bei der Aufsichtsbehörde selber ein Riesenproblem, weil man gar nicht die Kapazitäten hatte an Ingenieuren und so weiter, um das Ganze zu kontrollieren. Das ist natürlich jetzt geändert und das System namens ODA, das ist das Organization Designation Authorization, damit delegierte man das halt an die Mitarbeiter, aber das ist halt, wie gesagt, jetzt Geschichte. Diese ODA-Vereinbarung läuft dieser Tage aus. Man hat es bei Boeing verlängert. Boeing wollte es natürlich verlängern um 5 Jahre. FAA hat gesagt, wir machen es nur 3 Jahre. Im Zuge der Untersuchung hat man ja einfach festgestellt, dass die ODA-Mitarbeiter, die bei Boeing abgestellt waren, das war in-house, also das ist halt ein Problem. Und jetzt ist es einfach so, die Unternehmenskultur bei Boeing ist halt so, dass man keine Kommunikation hat zwischen den Mitarbeitern, die das kontrollieren, und der FAA. Das ist natürlich absolute Voraussetzung, um das weiter so zu machen. Und des Weiteren müssen natürlich auch klar gemacht werden, dass diese Autorisierung natürlich letztendlich von der FAA gemacht werden, aber das muss die FAA selber natürlich in Angriff nehmen und machen. Warum? Ganz einfach, ist ihre Pflicht als Aufsichtsbehörde. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, und Lufthansa ist ja auch einer der ersten, der die 787 bekommt. Neues gibt es auch bei Airbus. Airbus hat eine Kriegskasse, so sollte man das einfach nennen. 7 Milliarden waren da irgendwie bummelig drin. Man hat diese jetzt aufgestockt. Das hat der Chief Finance Officer, der CFO gesagt, Dominik Asam. Und warum? Ganz einfach, man möchte gewappnet sein für die nächste Corona-Epidemie, hätte ich fast gesagt. Nein, natürlich für die nächste Krise. Also insofern, wenn es Probleme gibt wieder, wo die Flugzeuge nicht so gebaut werden können und vor allem nicht abgenommen werden, wie man es erwartet. Des Weiteren rechnet man auch damit, dass Boeing eventuell einen Nachfolger der 737 MAX bringen könnte. Und wenn das der Fall ist, dann muss Airbus richtig investieren, um da dann Attacke reiten zu können. Was haltet ihr davon? Sagt ihr 737 MAX, das ist das Ende der Fahnenstange bei der 737, die müssen was Neues bringen. Ist das berechtigt, was die bei Airbus befürchten? Zumal der A320er funktioniert ja wunderbar. Aber Airbus geht auch davon aus, dass vor 2030 nicht wirklich was passiert. Warum ist man bei Airbus so vorsichtig? Man ist bei Airbus so vorsichtig, weil man mit dem 380er auf die Fresse gefallen ist, um es mal einfach so zu sagen. Was da gewesen ist, ist einfach, dass man die Flugzeugbauer gefragt hat und schon die Flugzeugbauer haben die Triebwerkshersteller gefragt und hat gesagt, wann kommt denn bei euch die nächste Evolutionsstufe? Und als der 380er rauskam, haben die gesagt,
10 Jahre. Nach 3 Jahren kam aber für die 787 das Triebwerk raus, was richtig spritsparend war im Vergleich zu dem, was unter den 380ern hing. Und jetzt geht man halt davon aus, dass die Flugzeugbauer nicht damit rechnen, weil die Triebwerkshersteller auch nicht damit rechnen, vor 2030. Das ist der Grund, ganz einfach. Einreise USA. Einreise USA ist ja ein Riesenthema. Warum? Ganz einfach, weil man immer noch einen negativen Covid-Test braucht und vor allem auch die Impfung nachweisen muss. Also zumindest zweimal geimpft muss man sein. Man bewertet natürlich die Politik immer wieder neu und man schaut auch. Aber die Reisebranche schreit natürlich, hey, 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 da muss was passieren. Aber man hält daran fest. Warum? Ganz einfach. Man muss sich halt einfach am Tag vor der Anreise testen lassen und negativ sein. Wenn man frisch von Covid genesen ist, braucht man sogar ein Schreiben eines Arztes, dass man wieder fit ist und quasi Covid-frei. Für Flüge innerhalb der USA keine Testpflicht. Also insofern da Business as usual. Schauen wir einfach, wie das weitergeht. Da wir ja in den USA jetzt sind, gibt es in den USA etwas, und das ist jedes Jahr, das ist die US Travel Association. Die machen immer im Monat Juli Daily Giveaways, also ein tägliches Gewinnspiel. Ist es eigentlich nicht, weil es sind immer so Preise, die man kaufen kann. Bei den Preisen zum Beispiel ist das so, dass jetzt bei dem 13. Jubiläum, was man feiert, zum Beispiel Travel Deals sind, die man mit 50% Rabatt bekommen hat. Dann gibt es Gutscheinkarten, die man kaufen kann. Man kann Punkte kaufen. Meistens sind die Punkte auch alle günstiger zu kaufen als sonst über eine normale Webseite. Also insofern muss man da einfach schauen, weil da war Choice Privileges, da war Wyndham, IHG, Hilton, Honors, Choice hatte ich schon genannt. Also insofern, da sind schon einige Firmen drin, die teilweise interessante Sachen haben. Haltet es im Hinterkopf, ab dem 1. Juli geht es los. Nein, Entschuldigung, ab 11. Juli, so, ich weiß gar nicht warum, geht es los. Da kann man nämlich die Angebote sehen und ab dem 18. werden die Angebote dann quasi live-mäßig verkauft. So ist es richtig. Was gibt's noch? Stockholm. Stockholm Flughafen Arlanda. Einer meiner Lieblingsflughäfen mittlerweile. Ich finde ihn eigentlich sehr gut. Warum? Ich finde die Lounge von SAS sehr gut. Ich finde, er war unterirdisch. War ja eine Contractor-Lounge, also eine Riesenkatastrophe. Vor allem, wenn man in Non-Schengen abfliegt nach Amerika, gab es keinen im Schengen. Aber es gab in den letzten Wochen ja Berichte von Flughäfen in England, in Deutschland, eigentlich europaweit. Und da ist Stockholm jetzt keine Ausnahme. Gestern war da auch wieder Heckenbrand angesagt und man sagt auch von Swedavia, ist das Swedavia? Ich glaube, ja, Swedavia ist das. Genau, Swedavia, das ist der Flughafenbetreiber in Schweden. Und die sagen, wir haben Personalmangel und deshalb sind gestern die Schlangen endlos gewesen. Ihr seht ja auf Twitter die Bilder, die da gepostet worden sind und ganz, ganz problematisch. Auf jeden Fall möchte man das Terminal 4 im Juni wieder neu eröffnen. Das Eröffnen des Terminals ist deshalb wichtig, weil da nämlich die Domestic, also die nationalen Flüge abgehen und damit die Securities eventuell auch entlasten. Und was soll man dazu sagen? Es geht aufwärts mit der Luftfahrt, das ist auch gut so, aber nimmt mehr Personal. Wir machen da mal ich habe mir was vorgemerkt für Samstag, wenn Mario mit dabei ist, aber ich mache es nur, wenn Mario mit dabei ist, ob das wirklich ein Problem ist, wenn ihr als Passagiere nicht ordentlich euch benimmt an der Sicherheitskontrolle. Deal Zone, Alert Zone, wie das so schön heißt. Mit Singapore Airlines in der Premium Economy fliegen, von wo nach wo? Ja, von New York nach Bali, $1,200 und ein bisschen. Und diese Promotion geht in der Buchungsklasse R respektive in der E. Da muss man das Ticket 90 Tage reservieren vor Abflug. 3 Stopover sind erlaubt, 12 Monate ist das Ticket gültig. Das Ticket ist natürlich nicht erstattbar. Man muss natürlich dann, wenn das Ticket revalidiert oder reissued wird, wieder ausgestellt wird, muss man da dann zum Beispiel zuzahlen. Also aufpassen, wenn ihr das bucht. Ein Routing wäre zum Beispiel über New York nach Frankfurt, dann weiter nach Singapur,
vielleicht nach Denpasar, um ein Beispiel zu nennen, und dann wieder von Denpasar nach Singapur, nach Newark. Wäre mal eine interessante Streckenführung. Dafür habe ich einfach mal die Meilen geschaut. Die Meilen, die man kriegt bei der Lufthansa-Gruppe, wären 21.142. Keine Meilenverdopplung, auch wenn die Meilenverdopplung eventuell verlängert werden würde, weil es kein Lufthansa-Metall ist. Wer bei Singapore Airlines selber sammelt, der kann natürlich da auch ein paar Meilen sammeln. Und bei Singapore Airlines sind es nämlich auch 21.142 Meilen. Damit sind wir in der heutigen Folge relativ schnell durch im Schweinsgalopp. Ich danke euch, dass ihr heute wieder geschaut habt bei Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Ausgabe war es in meinen Augen wieder ein schönes Roundup. Könnt ihr unten kommentieren, was ihr davon haltet. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Vielleicht schaffen wir ja Ende Juni die erhofften 2000er Marke zu knacken mit eurer Hilfe. Danke, wenn ihr es tut. Schaut auf den englischen Kanal. Da ist nicht immer derselbe Content, das ist wichtig. Manchmal habe ich die Themen etwas anders, weil ich sie dann internationaler gestalte. Damit mache ich dann zum Beispiel Sachen, die Lufthansa-lastig sind, kürzer, aber Sachen, die andere Länder betreffen, mache ich wieder länger. Also insofern lohnt es sich für euch vielleicht da auch reinzuschauen, den Kanal zu abonnieren, ein Like dazulassen. Und wir werden auch die Reviews, den Review, den ihr ja auch bei uns jetzt gesehen habt von Stockholm, werden wir in englischer Sprache machen. Das war ja euer Wunsch im Prinzip, dass wir einen neuen Kanal dafür machen. Haben wir gemacht. Also unterstützt uns da und danke, dass ihr das tut. Und ihr wisst ja wie immer, abonnieren, Glocke anmachen, kommentieren und ein Like da lassen. In dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder dabei wart und ich suche mal wieder die Fernbedienung. Wo ist denn die hin? Ja, schade eigentlich. Dann greife ich einfach mal hier so an die Kamera, einmal durch die Konstruktion und bis dann. Ciao.